So, wir müssen gleich nach oben, erste Etage. Kriegst du das da oben drauf? Sieht man das? Ne, das spiegelt in der Scheibe, ne? So, ist denn keiner zu Hause? Warte, wo ist Licht? Jetzt hier. So, wir müssen hoch in die erste Etage. Und dann müssen wir. Jetzt mach den auf. Ach, warte mal, das ist Dings drin. Unser Gleichschließer ist drin, oder? Passt. Passt. So, komm rein. Das ist das gute Stück. So. Was haben wir hier? 26 Quadrat, das heißt, wir haben wirklich nur diesen einen Raum hier. Dusche und Badezimmer haben wir noch hier nebenan. Technisch das Ganze, wir haben hier noch so eine Küchenzeile eingebaut, wie ihr seht mit den alten Plattenkochern noch, die es halt so gibt, Kühlschrank an und für sich und das, ja, ist halt, ich meine, wir haben hier Baujahr 92 vom Objekt, dann ist die Küche wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt reingekommen, das heißt, wir haben hier eine Küche, die halt jetzt so auf die 30 Jahre zugeht, das ist natürlich ein Alter, wo man wahrscheinlich über einen Austausch nachdenken muss. Auch, guck mal hier, ganz wichtig, wenn ihr das mal guckt, die Silikonfugen. Man sieht sehr deutlich, dass sie gerissen sind. Das heißt also, ich habe eine Wasserhinterläufigkeit und das merke ich auch sehr, sehr spät. Eine komplette, die ist komplett auf der Länge und auf der Breite komplett ab. Das ist immer ganz gefährlich. Immer darauf achten, dass sowas nicht entsteht. Vor allem ist das sehr wichtig bei Duschtassen und bei Badewannen. Das ist also sehr, sehr wichtig, wenn man da so viel, viel duscht. Läuft immer sehr viel Wasser hinter, das merkt man oft nicht. Ne? Also Küchenzeile werden wir wahrscheinlich neu machen müssen. Steckdosen und Schaltermaterial, ja, ist halt auch 30 Jahre alt, sieht halt dementsprechend aus. Wir haben hier Gegensprechanlage dabei. Elektro, wir haben hier 2, 4, 6, 7 Sicherungsautomaten plus ein FI. Ist für diese 5 Steckdosen, die es hier gibt und 3 Lichtschalter, das schon. Hier ist, glaube ich, jedes einzeln abgesichert. Also von daher, hier stand noch ein Zettel drin. Ja, ist umfangreich. Die Tür hat so einen Selbstschließer, was auch fürs Projekt müsst ihr vielleicht nachstellen. Die schließt nicht ganz von alleine. Auch ganz gut ist, so kann man nicht vergessen, die Tür abzuschließen, dass sie ins Schloss fällt. Ansonsten, man sieht hier wieder, das Schaltermaterial werden wir auf jeden Fall austauschen. Ne? Streichen, tapezieren ist halt die Frage. Ich weiß, ob man das gut sehen kann auf dem Video. Hier ist mal in den großflächigen Bereich immer mit einer ganz anderen Maserung nachgetapeziert worden. Das sieht auf jeden Fall sehr ungleichmäßig aus. Ich habe hier aber auf jeden Fall eine Raufaser. Hier habe ich mehrere Beschädigungen und hier habe ich den kompletten, was auch immer das sein mag. Werden wir wahrscheinlich ausbessern, vielleicht rausoperieren oder ganz machen. Decke ist auch komplett mit Raufaser. Rauchermelde ist vorhanden, ist auch wichtig, ist vorgeschrieben. Ja, okay, müssen wir schauen. Hier eine kleine Nische. Sieht aber soweit alles ganz in Ordnung aus. Tapeten sind soweit in Ordnung. Boden kommen wir gleich dazu. Der muss auf jeden Fall raus. Wir haben hier einen Heizkörper. Dann eine Steckdose, wieder Schaltermaterial. Hier hinter gibt es nichts Besonderes. Balkon ist vor allem für die Größe von diesen 26 Quadrat, ist das eigentlich eine ordentliche Größe. Ist so ein Gestell, einfach davor gestellt, ist aber ne, solide gemacht, Edelstahleinsätze, muss einmal nur freigefegt werden oder freigekerchert werden, dann ist das auch schon mit erledigt. Also von daher alles super, ja. Dann haben wir hier noch alte Vorhänge vom Vormieter, auch einmal als Sichtschutz und einmal natürlich zum Verdunkeln. Da werden wir gucken, ob das so zum Farbkonzept passt, das weiß ich nicht, das ist nicht meine Baustelle. Ich bin hier fürs Technische zuständig. So, hier nochmal Schalter, Steckdosen, Kabelanschluss ist vorhanden. Ja, hier sieht man ganz gut mit dem Boden. Vielleicht können wir jetzt mal kurz auf den Boden eingehen. Also zum einen, man sieht die Fußleisten. Ne? Da
Die halten nicht. Ich glaube, die haben noch nie gehalten wahrscheinlich. Und das andere ist natürlich halt die Qualität der Verlegung des Bodens. Sieht man halt sehr gut hier. Ne? Das zieht sich halt komplett durch. Das habe ich hier. Ne? Da hinten ist überall an den Leisten sehr unsauber gearbeitet worden. Man sieht, dass die auf die Leisten draufgelegt wurden. Auch hier vorne sieht man das sehr deutlich. Also der Boden, jetzt nicht nur das optische Erscheinungsbild, auch da unten, wenn man Balkonelement guckt, sieht man, das ist sehr unfachmännisch und einfach verlegt worden. Ne? Das heißt, den werden wir auf jeden Fall rausnehmen. Werden wir vielleicht irgendwas was reinpacken, Vinyl oder Laminat, denke ich mal, was sich da anbietet. Farbton, wie gesagt, Farbkonzept steht noch nicht. Das ist, glaube ich, für die übernächste Folge geplant. Dann werden wir auf jeden Fall uns mit den Farben beschäftigen. Wobei auch Farbe macht eigentlich im Preis kaum Unterschied. Es ist eher die Qualität, also die Belastbarkeit. Die Güteklasse ist aber wichtig. Genau. So, sonst hier Tapete sieht in Ordnung aus. Hier ein paar Macken, aber das ist nur mit einem Anstrich gemacht. Oben die Ecken, ja, längere nicht mehr angestrichen worden, aber sonst alles halb so wild. Ne? So, dann geht es hier einmal zum Badezimmer. Hier ist auch nochmal altes Schaltermaterial. Wir haben hier, wie gesagt, 90er Baujahr, das heißt dann halt helles Badezimmer schon vorhanden, auch helle Böden, aber was hier auf jeden Fall fehlt, ist eine Duschtasse. Ne? Man sieht ja genau das Problem, was der Nachteil ist, wenn man mit Duschwagen arbeitet. Zum einen, er klebt immer an einem und zum anderen, ich kann ihn nie ganz aufmachen. Ne? Ich muss also mich so reinhuschen immer. Ne? Sonst ein helles Waschbecken, das Porzellan sieht eigentlich ganz gut aus. Hier ist noch ein Ersatzstöpsel. Spiegel ist da vorhanden. Stand-WC, Spülkasten ist auch in Ordnung. Es gibt sogar Klopapier. Das ist ja in Corona-Zeiten nicht selbstverständlich. Da haben wir einen Lüfter. Ja gut, die Duscharmatur, die dürfen wir mit Sicherheit wahrscheinlich, so wie es aussieht, neu machen. Die wird mit Sicherheit ausgelutscht sein. Dann fehlt auch sowas wie so eine Befestigung, so eine Stange dafür. Das werden wir auf jeden Fall auch mitmachen. Hier ist noch irgendeine Wasseruhr mit dabei. Das heißt, hier wird noch Wasserverbrauch erfasst und abgelesen. Ja, Duschkabine auf jeden Fall. Und was halt unschön ist, sind halt diese Bohrlöcher hier. Ne? Aber das lässt sich halt immer leider nicht vermeiden. Wobei, ich weiß nicht, warum hier was gebohrt wurde. Das würde mich schon interessieren, was man da wohl hin tut. Vor allem auch sehr gefährlich ist das, auch weil die Rohre gerne nach gerade weggehen, nach oben oder nach unten. Ne? Ich müsste ziemlich auf der Fuge sein. Also der hat wahrscheinlich viel Glück gehabt, weil das Rohr, wenn es nach oben geht, wird ziemlich genau hier verlaufen. Das heißt, der hat wahrscheinlich das um einen Zentimeter verpasst. Und einen Wasserschaden halt, ja, fast ausgelöst. Ne? Ansonsten hier auch wieder alles tapeziert und weiß gestrichen. Tapeten sehen eigentlich ganz gut aus. Die Farbe schimmert so leicht. Es sieht fast aus, als wenn da sowas wie so eine Latex-Beschichtung drauf wäre. Ich versuche das mal eben kurz zu fühlen. Ja, ist es auch. Das ist eine Beschichtung. Latexfarbe ist hier drauf. Ja, Latexfarbe, vor allem bei so einem kleinen Raum. Da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Das eine ist natürlich dabei, ich kann mit Latexfarbe dafür sorgen, dass die Feuchtigkeit nicht ins Mauerwerk reingeht. Sprich, ich habe kein Schimmelproblem nach außen hin. Aber ich nehme auch jede Möglichkeit, des Raumes zu atmen. Das heißt also, die Feuchtigkeit kann nicht entweichen. Das heißt, hier muss ich mich sehr gut darauf verlassen, dass der Lüfter funktioniert, dass der genug Lüfterleistung hat, also genug Volumen auch hat, die er befördern kann. Sonst habe ich hier ganz schnell Schimmelprobleme, ne? Weil das ist ein sehr kleiner Raum. Beim Duschen entstehen viel Luftfeuchtigkeit. Das wird auf jeden Fall, ja, müssen wir überlegen, was wir lassen. Aber es hat ja bis jetzt 30 Jahre funktioniert. Also von daher gibt es ja anscheinend keinen Grund dran zu gehen. Ne? Ansonsten Stand-WC, auch da muss man gucken. Ja, wenn man mal kurz reinhält, das ist jetzt zwar nicht das schönste Anblick, aber das würden wir in dem Zuge mit austauschen. Man sieht ganz gut, wo sich das Wasser halt absetzt mit der Zeit. Ne? Da kommen halt solche, ja, Spuren, die halt bleiben. Und vor allem, das ist schnell gemacht. Ein Stand-WC kostet nicht die Welt, ist alles schnell zu erledigen. Was wir gerade in der Küche gesagt haben, ganz wichtig, die Fugen auch hier checken. Ne? Ist jetzt nicht für jetzt einen Zeitpunkt wichtig, aber ganz wichtig sind die Abschlussfugen. Das sieht aber alles gut aus. Die ist auch schon mal nachgezogen, wie es aussieht. Die ist nämlich noch sehr, sehr flexibel. Wichtig, wenn man duscht, man muss sich vorstellen, man duscht mit 40, 50 Liter pro Dusche. Davon läuft die Hälfte auf der Wand, die Hälfte auf der Wand runter.
Und wenn es dann hinterläuft, merkt man es lange nicht, die Wasserhinterläufigkeit. Es sammelt sich alles darunter in der Duschtasse. Es kann ihn zu entweichen, außer nach unten durch die Decke in das Bad halt darunter. Das heißt, ich habe mit ihm einen sehr, sehr großen Wasserschaden, der sich leider überhaupt nicht ankündigt. Das ist also ganz wichtig, diese Silikonfugen, dauerelastische Fugen. Genau, hier sieht man, das ist eine Originalfuge. Früher hat man es nämlich mit dem Weiß gemacht, die ist auch schon porös ein bisschen. Das heißt also, diese graue Fuge, die wurde immer nachgezogen, weil die ist komplett auch neu gemacht. Genau. Ansonsten, Badezimmer gibt nicht viel zu sagen. Es ist ja ein kleines Bad, klein, aber fein. Ne? Es läuft alles ganz okay. Wie gesagt, wir werden halt auf jeden Fall Duschtaste reinmachen, die einmal die mit der Dusche da, mit der Armatur was machen, auf jeden Fall eine Duschstange und Stand-WC mal austauschen. Ne? So, dann sind wir hier eigentlich auch schon durch. Wir sind eigentlich auch schon rum. Also, es ist nicht viel hier zu zeigen. Es sind 26 Quadrat, das sind 26 Quadrat. Was ich schon gemacht habe, ich war auch fleißig. Ich habe schon mal ein Aufmaß genommen. Kelvin braucht ja einmal für die Einrichtung die Visualisierung von dem Grundriss. Ich hatte leider nur einen schematischen Grundriss offiziell gefunden, keinen bemaßten. Deswegen habe ich das gerade gemacht. Und natürlich hier Handarbeit. Ne? Ich habe mein Entfernungsmesser nicht gefunden, daher mit Zollstock aufgemessen. Ja, was gibt es sonst zu sagen? Ich glaube nicht viel. Wir werden jetzt erstmal auf der Basis überlegen, was wir tun. Insbesondere würde mich interessieren, was wir hiermit tun werden. Wir werden das mal mit den Handwerkern durchsprechen. Schaltermaterial werden wir austauschen. Das geht auch ganz schnell, das ist auch super günstig. Und macht ganz anderen Eindruck. Wir haben Bad haben wir besprochen. Und der Boden muss auf jeden Fall gemacht werden. Der ist, man sieht auch hier, der wirft halt hier überall. Der ist sehr, sehr einfach verlegt, sagen wir es mal so. Und das ist nicht unser Anspruch. Der kommt raus. Die Küche, wir werden auf jeden Fall austauschen müssen, die ist auf jeden Fall, also auch wenn man hier sieht, diese alten Plattenkocher, ja, die ist halt auch in die Tage gekommen. Hat aber den Dienst, glaube ich, lange genug gemacht und von daher ist alles in Ordnung damit. Ne? So, das ist jetzt unser Kickoff dazu gewesen. Die nächsten Schritte werdet ihr alle nach und nach sehen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare rein, lasst ein Abo unbedingt da, weil dann habt ihr auf jeden Fall die Chance, die nächsten Videos zu sehen und nicht zu verpassen. Wenn es euch gefällt und Fragen habt, gerne liken, teilen und bis zur nächsten Folge.